Joshua Kimmich schien um einige Zentimeter gewachsen, als er durch die Stadionkatakomben schritt. Die Versetzung des 1,76 Meter großen Bayern-Profis vom rechten Verteidigerposten auf die im modernen Fußball so wichtige Sechserposition vor der Abwehr war immerhin Joachim Löws Königspersonalie beim geglückten Neubeginn der deutschen Nationalmannschaft gegen Weltmeister Frankreich. Aus dem 0:0 bei der Nations League Premiere könnte der 23-Jährige als ein großer Profiteur des WM-Debakels hervorgehen. Zwei Tage vor seinem 33. Länderspiel hatte ihm der Bundestrainer eröffnet, dass er überlegt, mit mir auf der Sechserposition zu spielen, wie Kimmich berichtete. Da konnte ich ein Grinsen nicht unterdrücken. Die Sechs ist seine erklärte Lieblingsposition. Für Löw war es zunächst mal ein Test. Aber einer, der Zukunft hat. Er war sehr präsent und sehr zweikampfstark. Er war viel am Ball und hat das gut gelöst. Es war sicherlich eine gute Lösung, urteilte der Bundestrainer und ergänzte, das war für mich schon ein Gedanke nach der WM, weil wir im taktischen Bereich Maßnahmen ergreifen mussten, die Veränderungen mit sich bringen. Kimmich habe die Position ja schon in seiner Jugend gespielt. Jetzt ist er der Mann nach Sami Khedira, den von Löw aufs Alpental geschickten 2014 Weltmeister. Kimmich erledigte den Job im Mittelfeld mit Laufstärke, Einsatz, Spielintelligenz und dem Willen, als Juniorchef Verantwortung zu übernehmen. Ich habe schon oft gesagt, dass ich da spiele, wo ich gebraucht werde. Die Mannschaft weiß, dass ich ihr rechts hinten weiterhelfen kann. Jetzt versuche ich es auf der 6, sagte er und ist gespannt. Mal schauen, wie der Trainer mit mir plant.